طيب, jetzt wo wir besprochen haben, für wen das Fasten im Monat des Ramadan verpflichtend ist, woher wissen wir, wann der Monat des Ramadan beginnt? Und hier gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Monat beginnt. Zum einen mit der Sichtung der Mondsichel. Ja, also wenn die Mondsichel vom Ramadan gesichtet wird, dann wissen wir, dass dieser Monat eingetroffen ist. Und darauf werden wir später noch etwas genauer zu sprechen kommen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sagt er? Fastet, wenn ihr sie sieht, und bricht euer Fasten, wenn ihr sie sieht, also diese Mondsichel. Ja? Das heißt, der erste Weg, durch den wir erkennen können, dass der Ramadan eingetroffen ist, ist durch die Sichtung der Mondsichel. Ja? Der Mondsichel. Die zweite Möglichkeit ist, indem man den Monat Schaaban auf sozusagen 30 Tage abgrenzt. Das heißt, wenn man diesen Monat von Schaaban auf 30 Tage sozusagen verlängert hat, dann ist der nächste Tag der erste vom Ramadan. Das ist der zweite Weg. Also wenn wir die Mondsichel nicht sehen, aber der 30. von Schaaban sozusagen zu Ende ist, dann ist der nächste Tag der erste vom Ramadan. Und dann der dritte Weg, und das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, und zwar, bevor wir diese Thematik besprechen, müssen wir erst einmal eine Grundregel besprechen, und zwar, wir kennen es so, dass es von einem Tag erst einmal den Tag gibt und daraufhin die Nacht. Also zum Beispiel heute ist Freitag oder der Tag war Freitag. Und jetzt sind wir in der Nacht vom Freitag. Wenn wir das Ganze islamisch betrachten, dann haben wir erst die Nacht und daraufhin den Tag. Das heißt, ab dem Beginn oder nach dem Eintreffen von Al-Maghrib beginnt die Nacht des nächsten Tages. Erst die Nacht und daraufhin der Tag. Das heißt zum Beispiel heute, wir sind jetzt nach Al-Maghrib, also ist welche Nacht? Es ist nicht mehr die Nacht vom Jumma, sondern es ist die Nacht vom Samstag. Also es ist nicht mehr die Nacht vom Freitag, sondern islamisch gesehen ist jetzt die Nacht vom Samstag. Und morgen ist der Tag vom Samstag. Und morgen nach dem Maghrib ist die Nacht von Sonntag und so weiter. Und hier dieser dritte Weg, wie wir diesen Eintritt von Ramadan sozusagen erfassen können, ist, wenn in der 30. Nacht von Schaaban, erst einmal diese 30. Nacht von Schaaban, welcher Tag folgt darauf? Der 31. Tag oder der 30. Tag von Schaaban? Der 30. Tag. Ja? Auf die 30. Nacht von Schaaban folgt der 30. Tag. Und hier gibt es jetzt eine Mas'ala, in der die Gelehrten sich uneinig sind. Und zwar, wenn in dieser Nacht von dem 30. Schaaban der Himmel bewölkt ist, zum Beispiel durch Regen, durch Nebel, durch Wolken, dann in diesem Fall fastet man den nächsten Tag, also den sozusagen 30. von Schaaban, sicherheitshalber heraus. Und dies mit der Absicht als ersten Ramadan. Also nochmal, in der 30. Nacht von Schaaban habe ich zwei Möglichkeiten. Oder drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ich sehe die Mondsichel. Dann in diesem Fall weiß ich was? Der Ramadan beginnt. Also am nächsten Tag. Die zweite Möglichkeit wäre, ich sehe nichts und der Himmel ist klar. Der Himmel ist klar und deutlich. Und wenn es eine Mondsichel geben würde, würde ich sie sehen. Aber ich sehe sie nicht und der Himmel ist klar und deutlich. Dann vervollständigen wir den Schaaban auf 30 Tage. Das heißt, der kommende Tag ist kein Tag vom Ramadan. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir den Himmel nicht ganz sehen können. Warum? Aufgrund diesen Wetterverhältnissen. Es ist neblig, dort sind Wolken und selbst wenn der Hilal dort wäre, könnten wir ihn nicht sehen. In diesem Fall sind die Gelehrten sich uneinig. Ja? Und hier sagen wir, muss diese Person dann den darauffolgenden Tag, der eigentlich der 30. von Schaaban ist, fasten.
Aber natürlich fastet sie nicht mit der Absicht für Schaban, sondern sie fastet ihn mit der Absicht für den ersten Ramadan. Ja, sie fastet ihn mit der Absicht für den ersten Ramadan. Dann sagt der Autor weiter, und wenn man den Hilal am Tag sieht, dann ist der Ramadan der darauffolgende Tag. Also wenn wir jetzt beispielsweise heute diese Mondsichel gesehen hätten, zum Beispiel nach dem Dhuhr-Gebet. Ja, wir beten das Dhuhr-Gebet und gehen raus und sehen diese Mondsichel. Sagen wir jetzt, okay, wir haben jetzt die Mondsichel gesehen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, fastet, wenn ihr sie seht und bricht euer Fasten, wenn ihr sie seht. Und jetzt haben wir sie gesehen, also ist heute Ramadan und wir müssen jetzt diesen Tag fasten, obwohl wir am Anfang nicht gefastet haben. Nein, wenn man diese Mondsichel im Laufe des Tages sieht, dann ist der Ramadan der nächste Tag. Ja, also der erste Ramadan beginnt dann am nächsten Tag, wenn man die Mondsichel im Laufe des Tages sieht. Also, wenn du im Laufe des 28. Tages die Mondsichel sehen solltest, von Schaban, ja, dann ist Schaban nicht 30 Tage, sondern 29 und so weiter. Wenn jetzt dieser Mond gesichtet wurde, und durch einen von diesen drei Wegen, wie gesagt, einen vierten gibt es nicht. Also die Berechnung des Monats ist nicht zulässig, ja, wie es jedes Jahr aufs Neue besprochen wird. Die Berechnung von dem Ramadan ist nicht möglich, ja, oder nicht gültig, sondern wir haben diese drei Wege, auf die der Ramadan erfasst wird, der Beginn des Ramadans.